Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Mass Transit. Hierbei heißen wir auch Zockt und apropos Transit, ein Flugzeug, denn wir haben einen Flughafen, genau, seit letzter Folge. Jetzt hier würde ich gerne noch einen Bahnhof hinstellen. Oh, da kommt gleich noch eine Concorde. Einiges bisschen, also dafür, dass wir hier noch keinen Bahnhof haben, ist hier doch schon ordentlich Betrieb. Sitzt ja jemand drin? Nein, eben, gut. Wir fliegen dann einfach mal, jetzt kriege ich nicht mehr zu fassen. Wir fliegen dann einfach mal auf gut Glück. Ah doch, hier, die Concorde, heiliges bisschen. Wo fliegt die denn hin? Das sieht man leider nicht, aber okay. Soll sie fliegen, das darf sie, das ist natürlich cool. Aber Bahnhof möchte ich trotzdem. Sieht man von hier unten was vom Städtchen? Wenn wir hier mal zurückgehen. Ja, ein bisschen. Man sieht tot, man sieht hier irgendwie, dass sie keine Waren haben. Ja, ist halt ein bisschen in der Senke hier hinten, aber das ist auch egal. Umso cooler, wenn man von weit her kommt und hier landet und dann nach Heisiland möchte. Ja, dann weiß man, da hinten in der Ferne ist es. Wenn wir jetzt die Straße hier raufdüsen, das waren hier eh schon ein paar. Heiliges bisschen, hier ist Verkehr. Ja, sag mal. Hier hinten ist Feierabend. Ist das alles Verkehr, der entsteht wegen dem Flughafen? Das ist ja irgendwie dann auch wieder cool. Ja, eben hier rüber. Dann hier hin und so weiter. Dann über den Fluss und dann kommt man hier ins Freizeitgebiet. So, jetzt aber Bahnhof. Ich würde mal sagen, durchaus die Strecke hier anschließen. Sprich, wir fahren nach hier vorne, dann haben wir hier einen Bahnhof, dann brauchen wir hier keinen, aber dann brauchen wir hier eine Abzweigung, dass wir in irgendeiner Form nach hier hinten kommen. Die Autobahn könnte man irgendwann auch noch mit einem Kreuz versehen, dass hier die Autobahn noch nach hier hingeht, zum Flughafen hin, dann brauchen wir aber die Kachel hier hinten, das wird noch ein Momentchen dauern. Aber eine Ausfahrt ist hier natürlich fast Pflicht, wenn hier der Flughafen ist, das ist sonst Käse, wenn sie hier wieder durch die ganze Stadt durch müssen. Das kann es nicht sein. Umgekehrt natürlich auch. Die Straße herunterziehen, hier ein Kreuz. Aber das machen wir, wie gesagt, wenn wir die Kacheln noch haben, dann können wir die Autobahn nämlich auch noch entsprechend weiterführen, würde ich vorschlagen. Also, dann machen wir Gleis oder machen wir Bahnhof. Wir gucken mal, was wir Schönes haben an Bahnhöfen. Wo war gleich nochmal der Zug? Hier nicht, hier nicht, hier, hier. Ja, eine große Auswahl. Modern Central Station. Ich möchte aber eher irgendwie sowas in der Richtung. Hier, Lugo Train Station haben wir auch mal gehabt. In der ersten Staffel. Kharkiv South Train Station. Sieht eigentlich auch relativ, ja, monumental aus. Das Blöde ist jetzt, dass wir die Kachel eben hier hinten nicht haben. Ich kann das also nicht hier hinstellen. Wir haben den Platz nicht. Hier oben ist es mir zu weit weg. Wisst ihr was, wir machen eine Straße. Den Flughafen, den kann man ja nicht ausbauen in dem Sinn. Da müssten wir einen zweiten hinstellen, falls hier irgendwann mal die Kapazität nicht mehr reicht von der Größe her. Wobei, die sind hier tolerant. Also was das aneinander vorbeifliegen geht, das möchte ich in der Realität bitte nicht so sehen. Flügel an Flügel. Aua, sage ich dann nur. Also, dann machen wir hier eine Straße lang, damit wir da den Flughafen hinstellen können. Den Bahnhof, den Flughafen haben wir schon. Aber dann machen wir auch eine breitere Straße, denn ich würde schon mal sagen, das könnte dann sein, dass wir da auch ordentlich Verkehr bekommen. Sollen wir dich mal hier gleich parallel? Ich würde sagen, ja, möglichst gerade. So, das sieht doch dann je nachdem schon mal ganz nett aus. Und hier vorne meinetwegen wieder rein. Ja, machen wir mal. So, jetzt müssten wir hier doch... Warum habe ich jetzt keine Bäumchen? Ich wollte eigentlich die Bäumchenstraße. Naja gut, beim Flughafen keine Bäumchen ist vielleicht nicht so schlecht. Dann können sie auch in Ruhe landen. Ohne dass was passiert. War das der? Nein. Der war es, glaube ich. Genau. So, da sieht man, wir haben drei Gleise wahrscheinlich. Ja, wir werden sehen. Möglichst hier auf die Höhe von dem hier, damit das ein bisschen auch was aussieht. Zack, gekauft und gleich mal gucken gehen. Ja, sehr schöner alter Bahnhof. Wunderbar, gefällt mir gut. Wir können natürlich mal gucken, ob wir hier irgendwie reingehen können. Das würde mich dann schon noch interessieren. Hier die Prellböcke, wunderbar. Dann können wir hier gucken gehen. Zug kommt wahrscheinlich noch keiner, wir haben die Gleise noch nicht angeschlossen. Und wenn wir hier reingehen, ja, hier ist nicht viel Innenleben, aber ja, das kann man auch nicht verlangen. Das ist eine Mod und sieht doch wirklich einfach wunderschön aus. Guck mal hier, das ist ein Bahnhof alter Schule. Gut, jetzt eben Gleise. Und Wasser möchte auch noch. Strom hast du? Nee, da kam gerade die Meldung, Strom haben wir auch nicht. Ziehen wir hier halt nochmal so ein Ding rüber. Das müsste eigentlich relativ einfach gehen oder auch nicht. Okay, machen wir es anders. Hier rüber. Ne, das ist halt Flughafen. Ich kann nicht einfach mitten über die Landebahn rüber so ein Teil stellen. Das leuchtet mir dann doch auch ein. So, früher oder später werden wir hier natürlich noch bauen.
Ist zwar ein bisschen blöd für die Leute, die hier wohnen, wenn man das so direkt, ja, am Flughafen. Guck mal, was wir hier für eine Frequenz haben. Heiliges bisschen. Und Bahnhof auch gleich noch. Das ist ein bisschen lärmintensiv. Das Teil da hinten schläft auch nicht. Macht, ja, glaube ich, auch ein bisschen Krach zumindest. Steht jetzt hier nicht mal mehr. Aber okay. Weg damit. Die Gleise. So, die haben wir hier. Machen wir mal eine Verbindung. Mal gucken. Das ist doch eine gewisse Strecke. Wir müssen aber halt auch auf dieses Gleis, wenn wir hier zu diesen Bahnhöfen wollen, die wir da haben. Und deswegen machen wir hier mal, wenn es irgendwie geht, mal gucken, kommen wir hier raus. Jawohl. Das ist schon sehr dankbar hier bei City Skylines, das muss ich sagen. Wie einfach man hier etwas bauen kann. So, mal wieder runter. Und dann mal gucken, hier haben wir die Autobahn. Wir könnten ja mal unter der Autobahn durch. Oder sollen wir über die Autobahn rüber? Das ist halt die Frage. Unten durch wäre natürlich auch cool. Wir haben, glaube ich, weit und breit noch nirgends einen Tunnel. Kann das sein? Ich bin immer auf eine Brücke ausgewichen. Hm, wir machen das mal so. Zack. Und dann hier unter die Erde. Vielleicht noch die Kurve einstellen. So, das war hier. Moment, diesen hier. Und dann geht es da runter. Und wenn wir jetzt die Kurve machen, ja, müssen noch ein bisschen weiter runter, dann kommen wir hier nämlich lang. So, bauen wir das mal bis hier hin. Jetzt wollten wir hier eigentlich, wenn es geht, möglichst bald wieder raus. Aha, geht irgendwie nicht. Da kann das Portal nicht errichtet werden. Das ist genau beim Hügel. Wo müssen wir denn hin? Nach hier unten. Okay. Machen wir das Portal halt hier oben, wenn es nicht anders geht. Das ist ja eigentlich auch egal. Oder geht es da wieder in den Tunnel rein? Irgendwie? Moment. Wir bauen es mal, wenn es geht, hier unten hin. Ja, da haben wir genau die Kurve. Da machen wir halt eine Kurve in die Richtung. Zack. Okay, da kommen wir raus. Doch, doch. Das hat schon seine Richtigkeit gehabt. Und dann geht das hier in ein Gleis rein. Aha. Oder es würde in ein Gleis reingehen, wenn die Oberleitung nicht im Weg wäre. Wir können natürlich auch hier rein. Warum nicht? Machen wir das doch mal. Also, angeschlossen wäre das. Hier unten da rein. Das ist eigentlich perfekt. Da können sie hier warten. Stehen niemand im Weg. Und wir haben noch einen Tunnel. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn wir da mit einem Zug mitfahren. Ist da das Tunnel animiert oder sieht man das gar nicht? Das haben wir schon mal gemacht in der früheren Staffel. Ich weiß es noch nicht mehr. Wir können ja gucken. Kostet ja nichts. Aber wir brauchen dafür natürlich zuerst unsere Linie. Das war hier. Wir würden gerne von hier. Hier nach vorn, dann hier lang. Dann gerne durchaus in diesen Bahnhof rein. Dann hier auf dieses Gleis. Und hier oben halten wir doch auch noch schnell, wenn es geht. Okay. Und wenn wir jetzt wieder zurückdüsen, fahren wir da nicht mehr hin, sondern fahren dran vorbei und gehen hier wieder rein. Funktioniert sogar. Linie abschließen. Das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir gucken, wo ist hier ein Zug? Das dauert jetzt wahrscheinlich ein Momentchen, bis das wieder aufgenommen wurde. Aber wir können ja mal hier im Prinzip warten. Jetzt haben wir hier sowieso gerade ordentlich Verkehr. Aha, der möchte geradeaus. Wo möchte der hin? Wenn der da lang fährt, steigen wir ein. Nein, macht er nicht. Oh, aber schöne Lokomotiven und Züge eigentlich. Ja gut, das ist jetzt natürlich auch eine kleinere Lebensaufgabe, bis hier jemand kommt oder fährt vielleicht von hier hinten einer los? Nee, hier sind die Flugzeuge unterwegs, die Züge noch nicht. Ich möchte einen Zug haben. Hallo? Ach, die kommen natürlich hier nicht um die Kurve. Müssen sie aber auch nicht, das sind die Güterzüge. Und der gehört nicht zu unserer Linie, der geht irgendwo da unten lang. Okay, da käme noch einer, der möchte auch nicht hier lang. Na, was meint ihr? Das ist doch verlockend hier. Über dem Fluss in die Richtung, das müsste doch zu machen sein. Ohne Dampflokomotive. Guck mal, das ist eine Mod, die ich noch installiert habe. Schön. Ist nicht so schön wie bei Tränenfieber, aber das habe ich auch schon oft gesagt. Das Spiel ist natürlich nicht darauf ausgelegt, hier wunderbare Modelle zu machen, sondern eine Stadt zu simulieren. Und das macht das Spiel hervorragend. Während eben bei Transportfieber natürlich die Züge schon markant sind, also, oder anders gesagt, ein markantes Augenmerk darauf gelegt wurde, aber cool sind sie halt auch hier, also sind aber zu schnell. Da müsste man wieder mal die Gleise irgendwie so modden, dass gebremst wird. So, fährt jetzt einer hier lang oder müssen wir Gewalt anwenden? Irgendwie möchte keiner hier lang, aber ihr habt ja gesehen, die Linie funktioniert. Ich würde sagen, dann überlassen wir das ein bisschen dem Zufall, oder? Sollen wir vielleicht eine Verbindung machen von hier
Da sind wir jetzt natürlich auch nicht reingefahren. Wir können ja noch eine Verbindung machen, eine Linie von hier auch zum Flughafen. Das ist ja ein bisschen so der Zentralbahnhof, zumindest von der Größe her. Das würde heißen, wir müssen von hier kommend irgendwie hier rüberkommen. Wir schauen mal. So, bis wir das dann gebastelt haben, fährt vielleicht sowieso ein Zug dann von der anderen Seite her. Oder wir machen so, wir geben dem ein eigenes Gleis. Und zwar das hier. Mal gucken, ob wir es irgendwie bauen können. Kann man hier unterirdisch... Also das wird... Oh, da ist ein Zug. Moment halt, bevor wir das andere machen, steigen wir jetzt hier mal ein. So, Cam. Und dann mal gucken, wie das hier aussieht im Tunnel. Aha. Okay, das ist definitiv noch ausbauwürdig. ja, ich dachte, man sieht hier im Tunnel. Aber denkst du, dann fällst du einfach irgendwie ein bisschen aus der Welt raus. Aber da hinten sieht man dafür schön die Flugzeuge. Ist ja auch nett. So, hier erste Einfahrt in den Flughafen. In den Bahnhof. Ich bin beim Flughafen. Wenn ich vom Flughafen erzähle, rede ich vom Bahnhof. Wenn ich vom Bahnhof erzähle, rede ich vom Flughafen. Aber wenn wir das Gegenteil davon nehmen, dann stimmt's. Da haben wir noch Kriminalitätsrate. Okay, ihr bräuchtet hier unten also noch Polizei. Irgendwie stand mal noch in den Kommentaren irgendwas von Geheimdienst. Ich glaube, das war aber eher ein Scherz. Kann das sein? Ich wüsste nicht, wo man hier einen Geheimdienst rekrutieren kann. Wir machen hier eine kleine Polizeiwache hin. Das müsste eigentlich reichen. So, in die Nähe des Flughafens, also gegenüber zum Beispiel. Wunderbar. Dann sollte hier nicht mehr allzu viel passieren. Wisst ihr, was wir natürlich auch nicht haben? Eine Feuerwehr. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Machen wir doch nochmal diese schöne hier, auch gleich daneben. So, gucken wir uns das mal an. Und eben, hier wird es natürlich auch noch Wohnungen geben. Ganz klar, das ist schon ein cooles Teil. Ich möchte das nochmal von hier sehen. Haben wir das schon mal so begutachtet? Nein, ich glaube nicht. Doch, haben wir schon mal. Genau, als wir es das erste Mal hingestellt haben. Cool, und hier Massen, die an die Bushaltestelle strömen. Das ist natürlich auch schön. Da müssten dann nur ein paar Busse kommen. Da kommt eh schon einer. Jetzt machen wir aber noch kurz... Oh, jetzt haben wir hier Verkehr. Heiliges bisschen. Cool, jetzt machen wir aber noch die andere Verbindung. Das ist zwar jetzt hier wirklich auch schon relativ gut besucht, aber ich würde mal sagen, das ist noch verbesserungswürdig, nämlich von hier aus kommend. Jetzt nochmal schauen, das wollte ich ja. Wenn wir hier nochmal unter die Erde gehen würden, dann bringt uns das gar nichts. Okay, wenn wir hier in die Höhe gehen, bringt uns auch nichts, da sind die Häuser im Weg. Müssen wir anders machen. So wird es funktionieren. Okay, aber so natürlich dann wieder nicht mehr. Außer nochmal gucken. Nein, wenn wir in den Tunnel reingehen, das würde klappen. Wir kämen hier in den Tunnel rein. Die Frage ist halt, kämen wir dann da auch rein? Das können wir ja mal testen, wenn wir es hier so bauen. So, und jetzt irgendwie hier rein. Da stimmt die Höhe dann nicht. Da kämen wir rein. Das ist aber die falsche Richtung. Irgendwie, das muss doch machbar sein, dass wir dann da oben... Wir in dieses Gleis reinkommen. Aha, wenn wir es so machen. Okay, dann kommen wir da raus. Dann haben wir einfach eine unterirdische Verbindung. Aber das ist ja auch okay. So, jetzt vielleicht noch ein Zug, der genau diese Strecke fährt. Dann könnten wir das auch mal machen. Wobei, das ist nicht so prickelnd. Wenn man irgendwie bloß aus der Map rausfällt, dann können wir uns das natürlich auch schenken. Aber was wir jetzt gemacht haben, haben wir. Es fehlt aber, wenn wir es genau nehmen, natürlich noch die Linie. Wir müssen auch noch sagen, wer hier verkehren soll. Sonst fährt da eh kein Zug. So, von hier nach hier hinten. Da fehlt noch ein Gleis. Aber hier könnten wir noch rein. Und die Linie abschließen. Das müsste eigentlich gehen. Jawohl. Da muss man halt bei diesem Spiel muss man ja immer darauf achten, dass man auch den richtigen Bahnsteig erwischt. Sonst funktioniert das nicht. Wenn ich jetzt hier geklickt hätte, hätte es nicht geklappt. Weil hier haben wir kein Gleis. So, oh, da dampft die Dampflok los. Ja gut, eben, einsteigen bringt nichts, wenn wir da im Tunnel sind. Aber hier oben können wir natürlich noch mal kurz gucken, wenn wir hier mal schnell in den Ego-Modus gehen. Oh, es ist halt viel zu schnell. Das ist ja ein Düsenjäger, ein ICE eigentlich. Okay, muss ich mal gucken. Irgendwo hatten wir, glaube ich, eine Mod, wo man die Gleise verlangsamen kann. Haben wir die nicht eh noch? Ich gucke mal ganz schnell. Also hier haben wir sie... Definitiv nicht. Wo könnte die gewesen sein? Bei den Straßen? Nein. Wenn ich das jetzt noch wüsste, wo das war. Irgendwo war es. Oder war es hier oben? Geschwindigkeitsbeschränkungen. Gilt das auch für Gleise?
Wir können ja mal gucken, kann man das... Oh ja, das gilt auch für Gleise. Okay, dann machen wir hier doch eine Beschränkung hin. So, dann rasen die nämlich auch nicht so blöd. Das sieht man schon, jetzt werden sie langsamer. Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Das ist schon viel eher Zug. Okay, ich wollte nicht da raus, sondern aus dem Menü. Jetzt mal gucken. Ja, das gefällt mir besser. Das ist auch der Dampflokomotive angemessen. Gut, wir haben Nachfrage. Wir brauchen Industrie. Ich würde sagen, hier oben siedeln wir weiter ganz sicherlich nicht mit Industrie, sondern mit Wohnungen und auch mit Gewerbe. Gewerbe brauchen wir aber keins, also Industrie. Und da sind wir ja irgendwo nicht da. Moment, wo war es hier hinten stehen geblieben? Wir könnten ja nochmal gucken. Oder müssen wir irgendwo noch Industrie nachfüllen? Hier hinten zum Beispiel. Nicht zwingend. Also wir haben nicht irgendwo noch große Flächen, die gefüllt werden sollten mit Industrie. Vielleicht hier an der Autobahn mal noch dann. Das werden wir gucken. Dann würde ich gucken, apropos gucken. Naturdinger, Naturrohstoffe. Ja, nur Wald. Das ist eher, muss ich sagen, uninteressant. Das haben wir schon. Aber hier, was war das nochmal? Erz. Hier nochmal eine Erzindustrie aufbauen. Hier oben haben wir eh einen Bahnhof. Das wäre doch gar nicht mal so verkehrt. Das ist aber halt wieder so fürchterlich am Hang. Da können wir nicht richtig bauen. Dann haben wir das gleiche Problem wie hier unten, als wir Erz geschöpft haben. Wir machen es anders. Wir machen mal nichts Spezialisiertes, sondern wir machen generische Industrie. Und warum nicht hier beim Flughafen? Das wäre doch eigentlich auch eine Idee. Wenn wir mal gucken. Wir können hier ja Büros hinstellen. Genau. Dann haben wir nämlich auch den Effekt, dass wir die Industrie sozusagen befriedigen. Haben wir hier das Gestrüpp? Jawohl. Hier gibt's Büros. Die stört das nicht so, wenn da Krach ist. Also die stört das wahrscheinlich auch, aber die werden wenigstens dafür bezahlt. Während andere, die hier wohnen würden, noch bezahlen müssten, damit sie überhaupt hier in den Genuss des Kraches kommen. Also macht das, denke ich, mehr Sinn. Ist für alle angenehmer. So, gut. Hätten wir. Haben die alle Wasser? Das sieht nicht schlecht aus. Vielleicht hier noch ein Zipfel raus. So. Dann sollte das hier dann runtergehen. Jetzt brauchen wir noch Wohnungen. Die würde ich dann eher eben hier hinten machen. Wir schauen mal. Zack. Hier dicht besiedelt. Hier haben wir eigentlich überall noch Platz. Das werden wir mal ausnutzen. Gewerbe kommt da dann auch noch hin, sobald wir eine Nachfrage haben. Damit die Leute auch mal ab und an, wobei hier haben wir eh schon Gewerbe, dass ab und an mal noch was einkaufen können. Jetzt sieht man aber schon, die haben keine Waren. Das ist, weil die Industrie zu weit weg ist. Oder weil die Verkehrswege blockiert sind. Das sieht man eh schon hier unten. Ne, das sind parkierte Fahrzeuge. Oder doch nicht? Ne, die sind nicht parkiert. Oder die haben nicht parkiert. Die stehen hier tatsächlich im Stau. Ja, ja, jetzt rollen sie wieder. Wenn man hier mal so guckt. Boah, ordentlich. Wir schauen mal, wie sieht es weiter vorne aus. Das ist das Schöne hier als Chef der Stadt. Man kann einfach mal am Stau vorbei düsen und gucken. Haben wir hier eine Ampel? Wir haben. Also wir gehen wieder raus und werden das hier mal noch kurz entampeln, indem wir einfach Vorfahrt machen. Zack, zack. Die sollen warten. Okay. Können wir wieder schließen und dann sollte das hier ein bisschen zügiger vorangehen. Aber man sieht schon, hier haben wir halt natürlich Bahnübergänge und Co. Und hier vorne haben wir nochmal Ampeln. Machen wir das nochmal weg. Zack. Machen wir hier mal Vorfahrt. Die warten und die haben Vorfahrt. So, bestens. Das sollte eigentlich halbwegs funktionieren. Wobei, die warten jetzt immer noch. Weil die hier auch warten. Okay, die warten halt überall. Das zieht sich dann halt ein bisschen, ja, durch die halbe Stadt durch. Was wollte ich denn jetzt hier? Ja, was wollte ich doch gucken? Wohnungen haben wir jetzt eigentlich hingestellt. Irgendwas war mein Gedanke, als ich hier zum Thema Stau kam. Jetzt weiß ich nicht mehr, was es war. Heiliges Radieschen. Aber kann ich so... Ach so, doch hier, genau, weil die jammern, dass sie keine Industrie haben. Dass wir da eine bessere Anbindung schaffen müssten, dass hier halt die Industrie hinkommt. Oder wir machen halt hier vielleicht doch noch einen Riegel Industrie hin, zum Beispiel ans Gleis ran. Machen nochmal ein bisschen Gewerbe und dann können wir hier die Wohnungen bauen. Das würde ich glatt machen. Ich denke mal, wenn hier Industrie ist, sollte das die hier nicht stören. Was ist das hier? Die wohnen eh an der Autobahn. Ja, wobei, das ist eh Büro und Gebäudezeugs. Das hier sind Wohnungen. Das können wir schon machen. Dann machen wir das mal. Das heißt, wir brauchen eine Straße. Machen wir eine dünnere. Machen dafür mal wieder Bäumchen. Und warum nicht hier runter?
Das wäre doch eine Möglichkeit, wenn es denn gehen würde. Moment. Es möchte nicht. Vielleicht von hier. Ja, das geht. Jetzt aber gleich mal auf den Boden runter. Weil das Problem ist, da können wir nicht bauen. Wir können nur bauen, wenn die Straße sozusagen ebenerdig ist. Also wenn sie am Boden unten ist. Gefällt mir nicht. Kommen wir hier rüber. Auch nicht. Beziehungsweise ich muss das richtig erwischen. Doch, das würde gehen. Und dann hier runter. So, mit einer gewissen Länge. Wir hatten es gerade. Das sah gar nicht schlecht aus. Das hätte ich genommen, wenn es funktioniert hätte. Aber sonst machen wir halt einen größeren Ausläufer. Dann kann da unten nochmal eine Straße durch. Dass wir hier erst auf den Boden zurückkommen. Sieht man auch, das funktioniert. Okay, mit Hugel. Und jetzt hier rüber. Dann machen wir das andersrum. Also sprich, Moment, ich zeig's gleich. Dass wir hier weitergehen. Gerne mit einer Kurve. Irgendwie so hier rüber. So, und dann hier wieder lang. So, dass wir wirklich auch ans Gleis ran bauen können. Beziehungsweise nicht wir, sondern eben die Leute, die dann hier die Fabriken und Co. bauen. Aha, dann wären wir hier. Jetzt müssen wir hier aber auch wieder rüberkommen. Das müsste eigentlich auch gehen. Warum nicht hier unten durch? Das sieht eh relativ cool aus. Und dann da noch rein. So, gar nicht so schlecht. Würde ich mal meinen. Jetzt haben wir hier keine riesen Nachfrage nach Industrie. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber damit die hier irgendwie als erste profitieren, wenn neue Industrie gebaut wird, würde ich das jetzt eben doch hier hin machen. Auch wenn wir hier keine große Nachfrage haben. Dann profitieren die eben dann doch auch davon. So, also hier mal Industrie. Hier unten auch, der Autobahn entlang ebenso. Und hier noch. Und hier warten wir mal noch. Und hier gibt es dann eben den Riegel Gewerbe. Gewerbe brauchen wir komischerweise gar nicht. Da haben wir auch noch eingezeichnet und wurde noch nicht gebaut. Und hier, die sind schon kaputt gegangen. Oh Gott, die hatten... Oh, das war nicht ich. Die hatten einen Hubschrauberlandeplatz wie die hier. Aber sie sind pleite gegangen. Gut, dann hoffen wir, dass die hier bald das Gewerbe aus dem Boden stampfen. Nochmal schnell gucken. Ja, eingezeichnet ist es, aber die haben natürlich... Ja, doch, die haben Wasser. Schau mal einer an. Das ist, wenn man vorausschauend baut, kann das auch durchaus Vorteile haben. So, hier haben wir noch anschließen, damit es auch wirklich funktioniert. Und ja, wenn wir halt keine Nachfrage haben, bauen die natürlich auch nicht so schnell, aber das wird jetzt, denke ich, nach und nach doch passieren. Und dann sollte hier das Gewerbe sozusagen wieder belebt werden, dass die hier auch wirklich... ihre Waren bekommen, da nicht genügend Verkaufswaren. Hier unten könnt ihr herstellen, ihr müsst das nur, ja, machen, wenn ihr schon die Möglichkeit habt. Gut, es fängt an zu regnen, oder es hat angefangen zu regnen. Ich würde sagen, was wir jetzt noch ganz schnell machen, sorry. Die Straße muss wieder weg, die haben wir mal gebaut, weil wir da ursprünglich den Flughafen wollten. Ja, jetzt sind sie hier schon am Bauen. Jetzt ist die Frage, wollen wir das Ganze hier modern haben? Oder wollen wir es nicht modern haben? Ich würde sagen, wir machen hier mal ein Stadtteil draus und machen das Ganze modern. Irgendwie beim Flughafen, ich weiß auch nicht, das darf gerne modern sein. So, und das ist jetzt zum silbrigen Jet. Warum auch immer der silbrig sein soll. Mir fiel gerade nicht was anderes ein und dann gibt es hier Vanille und dann könnt ihr das nämlich wieder abreißen. Dann kommen hier moderne Gebäude hin, direkt an die Startbahn. Das ist ja auch nicht schlecht, relativ mutig. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.